So Leute, willkommen zurück zu Let's Play Together Pokémon Blatt Grün. Hey du, möchtest du mal eine Pokémon sehen? Hey, du hast ein schönes Pokémon, willst du mal ein richtiges Pokémon sehen? So, in der Richtung kommen wir jetzt gerade vor. Beim letzten Mal haben wir den Felstunnel betreten bei mir. Die anderen, denke ich mal, haben den Felstunnel fertig gemacht. Benno, hallo, mit dem Dragosso. Und ich hatte noch keine Chance, irgendwas anzuschauen. Ich muss nur über den Einstieg lachen. Und das ist leicht ungünstig vom Setting. Dementsprechend muss ich mal kurz wechseln. Und schon wieder fehlt ein Pokémon. Was ist denn jetzt schon wieder rausgeflogen? Dicktri ist rausgeflogen. Dick da mal 3. Okay, warum auch nicht? Und irgendwie hat sich da nicht viel geändert. Ich gucke mir das alles gleich mal an. Erstmal möchten wir das Dragosso ein bisschen fertig machen. Ich werde aber auch immer nur in Kämpfen rausgelassen. Ich glaube, das haben wir uns jetzt alle so angewöhnt, dass wir uns gegenseitig nur in Kämpfen rauslassen. Wer auch immer auf diese grandiose Idee gekommen ist. Sorry, mein Fehler. Ja, was gibt's zu sagen? Dragosso ist toll, ich schwitze mir gerade den Arsch ab und hallo Fleckmon. Fleckmon, da kann ich jetzt den Pedoball wieder gut benutzen. Da es ja kein Lushking ist, das eine gute Spezialverteidigung hat, wie man ja weiß, ne? Ist hier die Schockwelle sehr gut angebracht, muss ich sagen. Allgemein, Lushking wäre in der dritten Gen ziemlich stark, oder? Das hat Wasser für Schwächen, das hat's überlebt. Wow, dankeschön. Pedoball, please. Nee, mal kurz überlegen. Was haben wir in der dritten Gen? Also Elektro, Pflanze. Gegen Wasser, nur Elektro und Pflanze, oder? Hab ich gerade irgendwas vergessen. Vielleicht habe ich auch gerade einen Typ nicht auf dem Schirm. Das kann natürlich auch gut sein. Bei Psycho hat es noch. Aber ohne Licht ist auch speziell. Und Geist ist physisch. Das heißt, Geist wäre die größte Schwäche von einem Lushoking, weil Lushoking eine gute Spezialverteidigung hat. Und Elektro, Pflanze und Licht allesamt speziell sind. Ja, und Käfer gibt's noch. Aber Käfer ist physisch, aber da gibt es nicht so starke Attacken in der dritten Gen, meine ich. Kreuzschere kam, glaube ich, erst in der vierten Gen dazu. Ist ein Wanderer. Ich wollte erstmal durchs Team schauen. 22 außerdem für Pedoball. Dich kenne ich ja schon. Konfusion hat sich nichts geändert. Steinhagel hast du gelernt, okay. Du hast auch nicht an nichts anderes und du meine ich auch nicht. Okay, hat sich echt nicht viel geändert so in den letzten Parts. Also in den letzten beiden, weil irgendwie. Ich habe das Gefühl, wir verschaffen so fast gar nichts, aber. Joa, warum auch nicht? Ein Wanderer, was schmeiß ich jetzt einem Wanderer entgegen? Komm, Donatello darf auch mal wieder ein bisschen mehr ran. Der hat so in letzter Zeit ein bisschen wenig gemacht bei mir. Gebe ich ihm mal eine größere Chance. Ah, die Werkluft ist so wunderbar erfrischend. Ist sicherlich angenehmer als bei uns, gerade mit unseren 30 bis 40 Grad, die wir aktuell haben. Was ist das eigentlich für eine Sommerhitze? Ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber ich schwitze mir hier teils wirklich voll den Arsch ab. Keine Ahnung, ich bin letztens einkaufen gefahren, letztens heißt gestern. Für mich gestern, für euch irgendwann später. Im Einkaufen gefahren? Es sind vielleicht ein Kilometer Maximum mit dem Fahrrad, ne? Fährst mit dem Fahrrad einkaufen, Kilometer hin, Kilometer zurück, kommst du ja so aus an. Dir läuft der Schweiß über die Stirn. Geo Rock, nee, da wechsle ich nicht. Du hast ja mit so einem Level 27 erreicht, ist auch schön. Nee, das ist total krank. Bin nur zum Nikate gefahren letztens, um, keine Ahnung, also letztens auch wieder gestern, um, weil wir grillen wollten, etc. Das ist auch nicht so weit, ist auch mit dem Fahrrad 5 bis 10 Minuten, sowas. Und dir läuft die Brühe runter, das ist doch nicht mehr normal. Was ist denn das für ein Wetter aktuell? Ich meine, ich war ja eine Woche in Lorette, also in Spanien und trotzdem. Da, ja, hallo Lavandia, ganz nebenbei. Ich habe es nämlich erwartet, dass ich Lavandia machen darf. Ich dachte eigentlich irgendwie, die Leute kommen in einem Part mit der Felshunde durch. Das ist durchaus möglich. Möchte ich kurz anmerken. Haben wir noch irgendwas auf der Box, was ich noch nicht gesehen habe? Vielleicht haben wir doch irgendwas Cooles auf der Box, was ich. Weil irgendwer irgendwas gefangen hat. Findest du lustig, dass Wotty immer Sachen fängt und dann wieder auf die Box packt? Sagte ich, der sich ein Paras und ein Sandan gefangen hat und das sie dann nachher doch wieder auf die Box gelegt hat. Aber ich habe wenigstens immer zwei Pokémon im Team. Seit ich das erste Mal zwei im Team hatte. Oder? Nee, ich habe einmal das Paras rausgelegt, glaube ich. Oh, die Musik. Aber sie ist nicht so schlimm wie in der ersten Gen. Ich überlege gerade, wo ich hin möchte. Ich könnte mich gerade um Blue kümmern. Was haben wir denn eigentlich an Highlights? Das wäre mal gut zu wissen. Haben wir noch irgendeine TM erstmal? Eine coole. Blablabla. Nö. Haben wir Highlights hier? Supertrank noch 6, Trank noch 5. Die Musik ist nicht schlimm, muss man ganz klar sagen. Also im Vergleich zu
Musik aus den Originaleditionen, aber in Heart Gold und Soul Silver haben sie ja die Musik sehr abgeschwächt. Das klingt ja schon fast gechillt, das ist ja nicht mal ansatzweise creepy oder so. Ich weiß nicht, sollen wir das jetzt schon machen oder wollen wir jetzt schon hier durchkämpfen? Ich würde gerne Pedoball die EP geben. Auch wenn es typtechnisch jetzt nicht gerade ideal wäre, aber die EP hätte ich trotzdem gerne. Ich könnte noch Nebulak fangen, ist halt auch Stil. Hallo Red, was machst du hier? Dein Pokémon sehen ganz fit aus. Naja, nach dem Kampf wird es anders aussehen. Das war eine kurze Begrüßung. Hallo Blue. Von sehen bei. Ich durfte nicht mal was sagen. Ich bin Red. Jetzt weiß ich, warum Red nie was sagt. Man lässt sie nie zu Wort kommen. Oder er punktet einen nur an. Wenn man jetzt Heart Gold und Soul Silver anschaut. Und ey, das ist sogar eine brauchbare. Wir haben Funkensprung gelernt, sehe ich gerade. Brauchbares Setup. Und ich habe so das Gefühl, dass irgendwer von uns nicht weiß, dass Schockwelle und Funkensprung beide speziell sind in dem Fall, weil. Oh nein. Ha! 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 Schockwelle trifft immer. Kannst nicht mal. Ha! Take this, Little. Motherfucker. Und so. Habt ihr nicht gehört? Ich hab nichts gesagt. So. Ich wollte niemanden beleidigen. Auch keinen Ingame-Charakter, der versucht mich zu töten. Oh ja, ja. Garatos? Du hast jetzt schon fucking Garatos? Ne, ich möchte nicht wechseln. Okay, ja, warum nicht? Okay. Ja, hallo, Garados. Warum hat er jetzt schon Garados? Garadoof. Was soll ich nachschauen? Ich will mal kurz nachschauen, ob Funkensprung oder Schockwelle stärker ist. Oh, Funkensprung wäre sogar minimal stärker gewesen. Ups, okay, aber ich glaube, ich treffe jetzt nicht, deswegen bleibe ich bei Schockwelle. Weil das trifft wenigstens immer, haha, auch nach einem Sandwirbel. Das ist, ich liebe solche Attacken, die immer treffen. Auch wenn sie meistens nicht so stark sind. Trotz Vierfachschwäche war das jetzt nicht so viel Schaden. Au, tschüss, Pedoball. Das überlebst du, glaube ich, nicht. Dafür hat Garados einen zu hohen Angriff. Dö. Ich könnte jetzt nicht Save the Rock einwechseln, ohne dass da viel passieren wird. Oder ich nehme Donatello und weiß nicht, warum ich gerade Donatello gewählt habe, weil es nicht gerade die beste Wahl war, aber in Ordnung. Ich glaube, Megatick, genau, Megakick treffe ich eh nicht. Donatello ist eigentlich eine Uhr, der Megatick. Das klingt auch irgendwie sehr interessant. Das reicht. Ich vergesse immer, dass Garados eine ziemlich gute spezielle Verteidigung hat. Au. Der macht uns gerade so ein bisschen fertig. Tschüss, Garados. Garadoof ist weg. Das ist an sich eigentlich eine leichte Elektroschwäche jetzt, abgesehen von Mieter Knosp. Okay, ja, ich habe nichts gesagt. Komm schon, wieder KFC in den Kampf. The Rock hat die Karte irgendwie relativ wenig zu managen, aber in Ordnung. Hallo, Mieter Knosp. Ich möchte mal kurz gucken, haben wir einen Beleber? Ja, wir haben sogar einen. Ich würde den Pedoball gerne wieder zu den Lebenden zurückbringen. Das wäre nett. Natürlich. Vor allem trifft er auch noch. Meine, wie viel? 75% Trefferchance? Das ist in Pokémon nicht viel. Sollte man meinen. Sollte man nicht meinen, sondern es ist so. Man sollte eigentlich meinen, dass es viel ist, aber es ist eben nicht viel. Na komm. Verschwenden wir mal ein paar Supertränke, um Leute wieder zu ärgern, aber pff. Rasierblatt. Okay, von mir aus. Das steckst du weg, KFC. Ich glaube an dich. Sag ich doch. Keine Chance hast du, ne? Keine Chance. Haben wir einen Aufwecker? Ja, haben wir. Da muss ich jetzt nicht die, Sleep-Runden umgehen, sondern kann einfach direkt draufhalten. Das wird so. Wow, hör auf zu critten. Ich weiß, dass Rasierplatten eine erhöhte Crit-Chance hat, aber das muss echt nicht sein. Das ist uncool. Dann lernst du eigentlich Flügelschlag. Das wäre mal eine coole Attacke für dich, KFC. Dankeschön. Danke, dass er dich getroffen hat. Das ist gut so. Nee, weil Flügelschlag könnte ich gut gebrauchen. Okay, wobei, nee, hier ist ja. Blödsinn, Mensch, das ist ja hier physisch. Flugattacken sind allgemein physisch, genau. Habe ich vergessen, sorry. Nee, aber Flügelschlag wird trotzdem gut. Fukano, ja, da wechsle ich doch. Beim Fukano, da kann man ja schon mal wechseln, ja, da darf der Pedoball nochmal ran. Jetzt kann ich wenigstens mit dem Funkensprung angreifen. Und damit alles wegbashen, was nicht nied- und nagelfest ist. Hallo Fukano. Hoffe ich zu bedrohen. Und Funkensprung ist hier sogar noch speziell, das heißt, es bringt sogar was. Ich nehme außerdem zurück, was ich vorhin gesagt habe, dass irgendwann ich weiß, dass Fukano. Fukano? Was? Funkensprung? Nicht physisch ist in dem Fall. Außerdem hat Pedoball sowieso einen. Ich glaube, ich habe keine Ahnung. Also, er hat eh einen schlechten physischen Angriff. Dementsprechend habe ich keine Ahnung, was ich da vorhin für Müll gelabert habe. Einen deklarierten Bockmist. Warum deklariert? Weil muss sein. Komm, Schockwelle. Schocken wir ihn zu Tode. Soundeffekte Alami. Nice. Nee, ich glaube, die Hitze verbrustelt so ein bisschen mein Hirn. Ich weiß nicht, ob es dann nur mir so geht. Moment, die EP hätte ich gerne. Hallo, Kadabra. Mal gut gucken.
Am liebsten würde ich da jetzt das Hello reinschicken, weil er einen Knischer hat, der doch gut reinhauen dürfte. Psychkraft, das heißt, wenn er Genauigkeit senkt, war da nicht was? Ja. Ah, super. Wir haben ja noch genug Supertränke. So. Du. Heil mal bitte. Aber aktuell muss ich sagen, habe ich richtig Bock auf Pokémon. Keine Ahnung, nach Soul Silver war es so ein bisschen so, ja. Wow. Wow. Muss ich dazu irgendwas sagen? Was hat der eigentlich für Hacks? Ja, aber hast du keinen Knischer, Entschuldigung, mein Fehler. Ich könnte einfach mit irgendwas Physischem draufhalten. Das wird genauso Schaden machen. Weil wir wissen alle, dass Katakaba eine verdammt schlechte physische Verteidigung hat. Ein bisschen sogar noch speziell hier. Dann probieren wir es einfach nochmal, wenn... Ja, gut, das war's dann damit auch mit Biss. Super. Aquavell wie ihn zu Tode, weil... Muss sein. Nee, was soll ich gesagt haben? Genau, ich bin aktuell... Yay, nicht mehr verwirrt. Gut so. Nice. Dürfte Aquavelle eigentlich auch immer? Nee, ich glaube Aquavelle nicht. Nur Schockwelle. Nee, aktuell habe ich echt Bock auf Pokémon. Dann komme ich gleich noch... Zunge, spiel mit, ey. Und gleich zwei Level-Ups. Das ist schön. Meine beiden Team... Pokémon leveln. Was? Du bist ein Haselnuss? Ich bin es wohl etwas zu locker gegangen. Ja. Zunge, bitte. Wie macht sich sein Pokédex-Nervensäge? Ich habe kürzlich ein Dragosso gefangen. Allerdings habe ich noch keinen Knogger. Ich glaube, von diesen Pokémon gibt es nur noch wenige. Also, ich habe viel zu tun. Ich muss weiter. Bis dann. Okay, ja. Das wolltet ihr alle nicht hören. So. Ich glaube, ich gehe kurz zum Pokémon Center. Das ist wahrscheinlich einfacher und geldsparender, als jetzt alle Tränke rauszuhauen. Ich kann gerade noch ein paar Tränke kaufen, fällt mir auf. Nee, aktuell wieder tierisch Bock auf Pokémon, weil, sie sage ich jetzt zum dritten Mal, aber es muss sein. Nee, und da kommt mir Pokémon Blatt Grün ganz gelegen, auch wenn ich dadurch jetzt nicht so viel aufnehmen kann, wie ich gern würde, aber muss man mit leben. Aber es macht schon Spaß, muss ich sagen. Und ich finde es halt cool, dass wir dadurch, dass wir das zu dritt aufnehmen, es einfach schnell vorangeht für weniger Arbeit. Wenn man bedenkt, dass, ich denke gerade über was nach. Wenn man bedenkt, dass wir halt 6 Parts pro Woche haben und jeder muss halt nur 2 aufnehmen, was halt wirklich wenig Arbeit ist für 6 Parts. Dafür muss man sich halt irgendwie absprechen. Ich wollte einen Supertrank haben. Nicht nur einen, sondern am besten ein paar. Komm. Das Geld haben wir doch, oder? Jo, haben wir. Fällt gerade auf, dass, Dicktree rausgeflogen ist. Und Dicktree war doch das Pokémon von... Swati, dementsprechend muss, nachdem mir ist ja Simon dran und ich war am Anfang des Felstunnels. Das heißt, Swati ist nochmal rausgegangen, um Dicktree abzulegen und wieder reinzugehen. Oder wir waren schon mal in Lavandia zwischendrin. Wenn ich so drüber nachdenke. Das wäre irgendwie unnötig. Warum ist er nochmal zurückgerannt? Ich meine, er hat ja eh nichts gefangen. Wenn ich es richtig gesehen habe. Komisch. Okay, kein Kommentar meinerseits. Gut, dann gucken wir mal, was der Pedoball so kann. Und habe ich Schutz? Theoretisch. So ein bisschen. Ich gehe noch Schutz kaufen. Ich glaube, hier gibt es auch keine Pokémon, aber Schutz wäre gut. Und ich darf hier drin außerdem nicht rennen, was ich ziemlich scheiße finde. Das ist sowieso eine geniale Sache, dass sie das in der 4. Gen geändert haben, dass man in Gebäuden rennen kann. 4. oder 5. oder 6. Ich weiß es nicht mehr. Wann haben sie es nochmal eingeführt? Das war der falsche Richtung. Der falsche Richtung, ey. Ich könnte aber auch gerade noch eine Kleinigkeit erledigen. Schutz, wo bist du? Oh, ich nehme auch super Schutz. Der Suppenschutz. Na komm, 120. Dann haben wir wenigstens mal genug von dem Scheißzeug. Und Bälle. Ja, Superball und Pokebälle haben sie hier keine mehr, weil die sind zu Mainstream. Ja, ich verbrate Geld. Und ich brauche Zerschneider. Es hat keiner Zerschneider, glaube ich. Dann muss ich kurz zum, Center. Weil ich noch, was erledigen möchte. Und ich darf ja nicht... andere Pokémon raus tun, beziehungsweise einfach ein Pokémon reinnehmen. Also muss ich ganz kurz so bewegen. Und ich will niemanden gerade sehr schnell dabei bringen, also ja. Na gut, dann komm kurz zu Donatello raus. Mein Magen knurrt. Oh, out. Ja, auf jeden Fall steht auch schon das nächste Pokémon-Projekt in Startlöchern, wenn das hier vorbei sein sollte. Dauert zwar noch ein bisschen, aber darauf wollte ich eigentlich hinaus. So, ich möchte nämlich da hinten was fangen. Und zwar müssen wir erstmal den Trainer hier platt machen. Donatello fast. Pedoball vorne, ja, also rein da. Hallo. Ich bin ein weit herumgekommener Glücksspieler. Das ist schön für dich. Es freut mich. Du Gambler, du. He's a gambling man. Spieler Rick. Mustief! Okay, ja, der war nicht so gut wie
geplant. Der war eigentlich überhaupt nicht gut und nicht mehr lustig, aber... Anspielung und so. Und kann ich eigentlich hier? Ja, ja, man konnte das hier noch im Kampfmenü machen. Das ist so gut. Wer das abgeschafft hat, gibt verprügelt. Aber das ist so gut, dass man hier im Kampfmenü einfach die Sachen ändern kann. Und schon wieder paralysiert. What the fuck, that Hex. That Para-Hex. Au. Hör auf mich zu grillen. Ich werde nicht eingegrillt, aber ich finde es immer noch so super, dass Pedubal einfach so fucking schnell ist. Und natürlich, da war der Roll. Das war jetzt der Zufallswert, der mich da getrollt hat. Denn wir hatten über die Hälfte und das dementsprechend hätte der zweite Angriff auch nochmal die Hälfte abziehen können. Also, ja. Erstmal ein paar EP und ein Vulpix. Und genau das suchen wir auch gleich noch. Ein Vulpix, denn eventuell könnten wir mal einen Feuer-Pokémon gebrauchen. Und fürs erste Vulpix im Team wäre auch nicht schlecht. Das heißt aber, ich müsste wahrscheinlich Donatello erstmal raustun. Jo. Wahrscheinlich. Das heißt aber, wir bräuchten früher oder später, warum setze ich Schockwelle eigentlich an, nicht Funkensprung. Früher oder später werden wir dann wahrscheinlich auch ein... hör auf mit dem Burn! Nicht nett. Gar nicht nett. Werden wir wahrscheinlich noch ein neues Wasser-Pokémon brauchen. Aber Feuer-Pokémon sind immer etwas rarer als Wasser-Pokémon. Zumindest kommt es immer so vor und... Ich werde das Vulpix haben, bevor es sich wer anders holt. Beziehungsweise es kann natürlich auch jemand anders ein Vulpix haben. Aber ist relativ egal. Ja, du hast den Checkpoint noch nicht gekriegt. Das ist natürlich blöd, aber die Chance, den Checkpoint zu knacken, ist auch sehr gering, wenn man jetzt mal diese blöden Lotto-Warnungen immer anhört. Wo ist eigentlich der Superschutz? Ganz unten wahrscheinlich, ne? Jo. Also hoch mit dir. Hoch mit dir. Dahin. Haben wir einen Feuerheiler? Ja. Muss ich nicht zum Pokémon Center zurückrennen. Finde ich gut. Finde ich nice. Und, einen Trank hätte ich gern noch. Für so. Und das reicht auch genau aus. Und ich hasse diese blöde Cutscene, die da immer aufploppen möchte. Und deswegen breche ich sie immer gleich noch ab. So. Und wir kriegen hier einen Vulpix. Ich hoffe mal, wir finden gleich beim ersten Mal eins, weil das wäre voll cool. Problem ist, dass ich jetzt halt direkt ein Pokémon mehr im Team habe. Das heißt, ich muss es halt einfach gleich zurückbringen. Wir gucken mal, ob es geht. Ob ich irgendwie eins finde. Und ansonsten muss ich schneiden. Also, ja okay, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich eins gefunden habe. Also, bis gleich. So, und damit haben wir eins gefunden. Und hoffentlich brüllt es mich jetzt nicht an. Ich hätte davor zwar schon eins gefunden, aber das war männlich. Und ich hätte dann doch gerne ein weibliches, weil es einfach besser passt. Ja, es hat Lärmschutz. Nice. Das heißt, es kann mich gar nicht wegbrüllen. Wie gut. Und wir können auch zwei Ultraschall einsetzen und perfekt geschwächt. Perfekt. Und falls ihr euch wundert, warum ich KP verloren habe. Ja, ich habe noch zwei Taubsies umgeknüppelt auf dem Weg dahin. Und dachte mir so, ja, warum nicht? Oh, wie gut, dass wir Lärmschutz haben. Wie gut. Das hatte ich gar nicht dran gedacht. Und dachte mir so, scheiße Brüller, nein, da muss ich gleich weitersuchen. Aber nö. Augenscheinlich nicht. Toll. Vulpix wurde gefangen. Ein Trax im Pokédex. Dieses Pokémon hat bei seiner Geburt nur einen Schweif, der sich mit zunehmendem Alter aufspaltet. Quasi Zellteilung. Nice. So. Und zwar hat mich die gute Vivi gefragt, ob sie ein Pokémon sein kann. Also nenne ich es einfach Vivi. Weil, warum nicht? Und eventuell sogar kommt das sogar ins Team. Beziehungsweise rennen wir erstmal ins sechstbeste Pokémon rein, was uns über den Weg läuft. Und zwar ein Taubsi. Das knüppel ich gerade noch um. Vor allem, weil diese ganzen Taubsis immer nur Fuck you, Ruckzuckieb drauf haben. Aber das anscheinend nicht. Ne, die haben irgendwie immer gemeint, sie müssen mir jetzt zuvorkommen, indem sie Ruckzuckieb einsetzen. Aber ne, da kann ich gegenhalten. Und tschüss, Taubsi. Wunderbar. Und ich hab immer noch Hunger. Verdammt nochmal. Erstmal zurück. Und dann möchte ich gerne noch wieder in den Turm zurück, weil... Ja, ne? Turm ist toll. Beziehungsweise wir müssen den Turm eh irgendwann machen und jetzt ist er noch auf unserem Levelniveau und wir können die Level nutzen. Später müssen wir eh nochmal rein und dann können wir auch gerade die mitnehmen, wenn wir schon da sind. Ich glaube, die sind auch auf 20er Level etwa. Das geht dann ganz gut klar. So, ich hätte gerne meinen Vulpix. Das heißt, Donatello fliegt zumindest vorerst aus dem Team raus. Stimmt, ich habe kurzzeitig drei Pokémon. Ich habe keine gewundert, wo ist das Vulpix? So. Sandy fliegt raus. Dass ich jetzt kurz drei drin hatte, ist kein Regelverstoß, weil ich kann nicht anders, wenn ein Platz im Team frei ist, muss ich halt gerade fangen. Und ich was fangen möchte, muss ich halt gerade kurzzeitig im Team haben. Zaghaft, das heißt neutrales Wesen. Boah, sieht ja schon mal nicht schlecht aus. Und wehe, irgendwer wird mir das entwickeln, bevor ich
bevor das Ding Flammenwurf lernt. Das ist eine allgemeine Warnung. Wenn das Ding nicht Flammenwurf gelernt hat, bevor es sich entwickelt, bringe ich denjenigen um, der es entwickelt hat. Kurze Warnung an der Stelle an alle, die meinen, sie müssen ihm jetzt einen Feuerstein reindrücken. Problem ist, wir sind kurz vor dem Feuerstein. Dementsprechend wäre ich jetzt mal vorsichtig. Ich hoffe, wir fangen noch ein paar Pokémon. Weil ich meine, wir können den Ewigstein schon haben. Ich würde gerne noch irgendwie zu einem beliebigen Trainer kommen. Nämlich jetzt am besten Schutz. Ein Schutz. Ein schutzigen Schutz. Nein, das war ein Supertrank. Das war kein Superschutz. Fast. So. Gut. Irgendwo ein Trainer. Ich kann nicht laufen, aber da vorne ist ein Trainer. Und Leute. Das wollte ich noch gesagt haben. Und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Pokémon Blatt Grün. Der Simon darf jetzt da weitermachen und boah. Ich wünsche ihm viel Spaß und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis Part 23, 24, 25. Bis dahin und ciao, Leute!